Herzlich willkommen zu GIG, Gottesdienst im Kino. Schön, dass Sie da sind. Ja, guten Tag, guten Abend, meine lieben Damen und Herren, zu unserer neuen Sendung. Einmalig, Traumfrau sucht Traummann. Und da man nicht beim Erstbesten gleich einen Traummann hat, haben wir heute in unserer Sendung drei Kandidaten eingeladen. Aber bevor die kommen, möchte ich unsere ganz verehrte Traumfrau begrüßen, namens Gabi. Traumfrau Gabi, herzlich willkommen. Guten Abend, darf ich Applaus für Gabi. Gabi, ich bin neugierig schon. Was erwarten Sie denn von einem Traummann? Vom Traummann kann man nur erwarten, dass man für immer versorgt ist, nichts mehr arbeiten muss und dass es einem gut geht. Und ich hoffe, ihr habt heute den richtigen für mich dabei. Das hoffe ich auch. Ich werde gleich die Einzelnen begrüßen. Die Kandidaten bitte. Nummer 1. Kandidat Jürgen. Herzlich willkommen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Der nächste Kandidat. Kandidat Marcel. Bitte sehr. Hallo. Und Lennart. Kandidat aus dem Norden. Hallo. Bitte sehr. Bitte. Hallo. Also, dann werde ich das Mikrofon der Traumfrau geben. Äußern Sie bitte Ihre Fragen. Ja, hallo ihr drei. Ich möchte euch ein bisschen besser kennenlernen und habe mir einige Fragen ausgedacht. Kandidat Nummer 1, wie könntest du dir ein Wochenende mit mir vorstellen? Ja, also ein Wochenende mit dir auf jeden Fall in unserem wunderschönen roten Kleinwagen, in dem wir uns dann ins wunderschöne grüne Fichtelgebirge begeben. Da können wir eine Woche lang wandern und die wunderbare Natur genießen. Kandidat 2, wie sieht deine Freizeitplanung mit mir aus? Also ich würde mit dir am Untreusee fahren mit Stadtbus und ein kleines Lagerfeuer schieren. Kandidat 3, hast du auch eine zündende Idee, wie wir das Wochenende verbringen? Also ich würde mit dir in meinem nagelneuen Porsche 981 Boxster durch die schönsten Landschaften der Umgebung fahren und bei offenem Verdeck auf den Alleen den frischen Fahrtwind genießen. Und glaub mir, mit den 6 starken Zylindern wird es alles noch wesentlich schöner. Super, oh, tolle Idee. Ich wollte schon immer in einem Porsche fahren und den Rausch der Geschwindigkeit genießen. Aber ich habe ja noch mehr Fragen. Frage 2 an Kandidat 2. Wo würden wir denn zusammen wohnen? Also ich wohne in meiner kleinen, anschaulichen Zwei-Zimmer-Wohnung in der Stadt. Und du, Kandidat 3, wo würden wir unsere gemeinsame Zukunft verbringen? In meiner 130 Quadratmeter Mietswohnung. Kandidat 1, wo würde ich jeden Morgen neben dir aufwachen? In einem Haus, einem Traumhaus auf einem Traumgrundstück. Und davor, aus der Panoramascheibe zu sehen, ein riesengroßer Swimmingpool, auf dem man, ich gebe zu, nur kleine Segeltouren unternehmen kann. Boah, das klingt natürlich fantastisch. Aber ich habe ja noch eine Frage, und zwar liebe ich es ja, verwöhnt zu werden. Worauf könnte ich mich denn bei dir freuen, Kandidat 3? Ja, also ich würde dir jeden Tag einen Strauß Rosen schenken. Kandidat 1, kannst du mich auch verwöhnen? Und wenn ja, womit? Ich kann dich verwöhnen. Ich kann dich kosmisch verwöhnen. Ich hole dir die Sterne vom Himmel. Du brauchst mir nur einen zu zeigen und du hast ihn in der Hand. Wie willst du denn mein Herz gewinnen, Kandidat 2? Also ich bin gelernter 4-Sterne-Koch. Ich würde dir jeden Tag ein 5-Gänge-Menü zaubern. Nur mit Vorspeise, Hauptgericht. Natürlich nur aus biologischem Anbau und die besten Nachspeisen. Natürlich darf das tägliche Frühstück ans Bett auch nicht fehlen. Boah, das klingt toll. Nie mehr kochen und jeden Tag die Leibspeise essen. Klasse. Ja, nun sind wir gespannt, meine Damen und Herren, für wen sich unsere Kandidatin, oder besser gesagt unsere Traumfrau Gabi, entscheiden wird. Und das, davor werden wir Susi hören. Susi wird nochmal zusammenfassen. So, nun, liebe Gabi, musst du dich entscheiden. Wer soll dein Herzblatt sein? Kandidat 1, der dir in seinem Bungalow die Sterne vom Himmel holt? Oder Kandidat 2,
der dir am Lagerfeuer ein 5-Gänge-Menü serviert. Oder Kandidat Nummer 3, der mit dir und seinem Porsche durch ein Rosenfeld fährt. Das ist ganz einfach. Ich nehme natürlich Kandidat Nummer 1 mit dem Haus und dem Pool. Und Kandidat 2, der das tolle Gericht kocht, und den Kandidat 3 mit dem Porsche. Ich brauche ja all inklusiv, also alle drei.